Das war jetzt der Weg zum See. So. Und jetzt laufe ich wieder zurück. Wieder in die Weinberge rein. Es sind wirklich gar keine Wolken da. Überhaupt keine Wolken. Nur Sonne und blauer Himmel. Jetzt geht's berghoch. Da ist der Baum. Das ist jetzt der Rückweg, den ich gerade gehe. Schön hier, gell? Herrlich. Da ist das Wasserrohr. Noch ein Wasserrohr. Ach so, hier sind ja mehrere. Habe ich ja gar nicht mitgekriegt vorhin. Stimmt. Hier sind mehrere Wasserrohre. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ach, die gehen hier alle so entlang, so lang wie der Weg ist. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es acht, was ich gerade gesehen habe. Acht Wasserrohre. Ist wichtig, ne? Damit hier was wächst, damit Weintrauben wachsen, dass wir schön Wein kriegen, Rotwein oder sowas, Rotwein, Spätburgunder, Trollinger, was gibt's noch, ein Weißwein kenne ich noch und dann hört's bei mir mit den Weinsorten auf, mehrere kenne ich jetzt nicht an Weinnamen oder an Weinsorten, die ich gerade aufgezählt habe, die kenne ich ja. Alles vertrocknet, der Boden. Hallo. Man muss ja die Leute auch grüßen, wenn sie hier vorbeikommen. Ja. Grüßen auch zurück. Schön, gell? Wenn man noch Leute hat, die auch zurückgrüßen können. Ach ja, da ist noch ein Wasserrohr. Also, gell, es sind keine Wolken da. Habt ihr bestimmt schon mitgekriegt.
nur blauer Himmel. Also die Weinberge sind relativ groß hier, also wo ich langlaufe. Es ist ein schönes, großes Fußballfeld. Naja, gut, etwas größer als ein Fußballfeld auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter der Platz hier hat, aber es ist eine schöne große Weinanlage, Weinberganlage oder so. Ach so, hier sind nochmal hier die Bodenerosion, Ausgrabung, Ausgrabungsstätte mit Sand, Hügel. Da hinten ist alles vertrocknet. Hier wächst noch kein Gras. Hier muss noch ein bisschen ausgebuddelt werden. Buddel, buddel, Bagger. Ja, Sandhügel, ne? Ja, kommt wahrscheinlich demnächst noch ein Bagger und baggert hier ein bisschen mehr. Wenn er denn die grüne Anlage haben will, dann kommen da vielleicht noch ein paar Weinstöcker dazu. Dann wachsen noch mehr Weintrauben. Da muss sich vielleicht auch ein Winzer sich finden. Das kann natürlich auch sein. Einer, der denn das macht. Da ist nochmal ein Zug. Wie sieht denn der aus? Schwarz? Seit wann fahren hier schwarze Züge mit irgendwie, was hängt denn da hinten dran? So eine Container? Runde Container oder sowas. Hä? Da ist bestimmt Chemie drin. Also so eine komischen Container, die kommen doch meistens auf Schiffe drauf oder was, keine Ahnung. Da kommen wieder zwei Fußgänger. War aber ein komischer schwarzer Zug gewesen. Bisschen arg dunkel. Also normal fahren ja immer die Deutsche Bahn hier lang. Ne? Die sind rot. Rot-weiß. Also da sind die Rohre und da ist das komische Ausgrabungsbuddelzeug mit den Sandhügeln. Bei 7 Minuten bin ich gerade. Also hingelaufen bin ich 20 Minuten ungefähr. Ich dachte, ich brauche eine halbe Stunde, 30 Minuten, um zum See zu laufen. Da ist auch nochmal Sand. Da sind Sandspuren. Guck, da ist ein Bagger lang gefahren. Da sind Spuren vom Bagger. Vielleicht gehe ich mal kurz zu den Schienen. Ich habe ja noch Zeit. Die Sonne steht noch relativ hoch. Dann gehe ich mal zu den Schienen. Vielleicht sehe ich noch einen Zug heute fahren. Dann mache ich noch eine Zugaufnahme. Also ich nehme euch jetzt mal mit zu den Bahnschienen. Also irgendwie ist es komisch, dass hier schwarze Züge fahren. Das ist irgendwie nicht normal. Normal fährt hier immer die Deutsche Bahn lang. Vielleicht sind sie Corona-infiziert, die Züge. Dass hier schwarze Züge fahren müssen. Corona-Zeit ist ja noch nicht zu Ende. Naja. So, jetzt muss ich nachher nach links gehen und dann kommen die Bahnschienen. Also in 5 Minuten sind wir da. So, jetzt geht der Weg nach links runter
Jetzt gehen wir zu den Bahnschienen runter. So, da hinten fährt immer der Zug lang. Der kommt von rechts und fährt nach links in den Tunnel rein. Und der Schwarze vorhin, der ist vom Tunnel gekommen und fährt nach rechts zur Innenstadt rein. Schön, gell, die Gegend hier. Nur Weinberge. Oh, was ist denn hier passiert? Ein Kreuz auf dem Boden? Ist hier jemand gestorben? Warum steht denn das Schild nicht mehr drinne? Umgefallen. Vom Wind? Ach, das Schild sieht doch hübsch aus, ne? Ich meine das Totenkreuz. Liegt auf dem Boden, ja. Vielleicht ist jemand gestorben. Also gut. Die Schilder, die fallen wahrscheinlich wegen dem Sturm oder wegen Wind um. Wenn eine Windböe kommt. Aber wir haben ja jetzt lange auch keinen starken Wind mehr gehabt. Also Anfang vom Jahr 2020 hatten wir doch die Sturm Sabine gehabt, ne? Und dann war noch irgendein Sturm. Und dann war es nachher vorbei mit dem Unwetter. Und dann weiß ich nicht, warum das Kreuz, oder es hat jemand rausgetan und einfach nur hingelegt. Kann auch sein. Naja, gut, also jemand gestorben ist jetzt hier nicht. Also es war ein Witz. Da ist jetzt halt nur das Kreuz nicht im Sand drin, sondern ist einfach nur hingelegt worden. Manchmal stehen die Kreuze auch, so dass man die dann senkrecht sieht. Auch die Blume ist aber hübsch. Die da, die ist doch nice, oder? Schön orange ist die. Hübsch. So. Ist ziemlich warm heute. Kann mein Halstuch gleich ausziehen. Mir ist es am Hals zu warm. Die Leute sind alle so sommerlich angezogen. Die schützen sich doch gar nicht vor Corona. Ich bin viel zu warm angezogen für das Wetter. Eine Jacke und ein Halstuch. Ist viel zu warm. So, und hier wird wahrscheinlich was eingepflanzt. Vielleicht Erdbeeren oder Kartoffeln. Irgendwas tun sie hier auch noch anbauen. Und Wasserrohre liegen hier auch noch. Oder sind schon befestigt, das Wasserrohr. Ja, hier kommt wahrscheinlich irgendwie Erdbeeren oder Kartoffeln rein. Irgendwas zum Essen. Und das ist das lange Rohr. Das Wasserrohr. So, da hinten sind die Bahnschienen. Von da kommt der Zug.
muss mal meine Jacke aufmachen. Ich bin viel zu warm heute schon wieder angezogen. So langsam kommt der Sommer durch. So, jetzt sind wir an den Bahnschienen angekommen. Hier ist auch noch mal ein Wasserrohr. Da liegen Steine. War nicht schlecht. So. Da ist der Zug, der noch nicht da ist. Oh, hier sind Ameisen. Da kann ich mich gar nicht hinsetzen. Krabbeln die Ameisen umher. So, dann gucken wir mal, ob wir noch einen Zug heute sehen oder auch nicht. Jetzt bin ich an den Bahnschienen angekommen. Also hier ist die Bahnstrecke, die ich mal kurz mit der Kamera gezeigt habe. Hier fährt der Zug lang. So, jetzt mache ich mal kurz das Video zu Ende, weil der Zug ist ja noch nicht da. Und vielleicht warte ich noch ein paar Minuten, dann mache ich vielleicht noch mal eine Aufnahme oder auch nicht. Also jetzt mache ich mit dem Video mal Schluss. Tschüss!